Ich bin die Sarah, 25 Jahre alt. Dominik, 34 Jahre alt. Sandra, ich bin 38 Jahre alt. Ich bin ursprünglich gelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik, habe gemerkt, dass dieses komplett technische Berufsfeld vielleicht so gar nicht meins ist, dass meine Talente wohl irgendwo anders liegen. Und dann habe ich 2014 einen Bundesfreiwilligendienst begonnen und habe gemerkt, ja, das liegt mir sehr, das ist so meins. Ich kann mit Menschen generell gut und die mit mir scheinbar dann auch und es hat gepasst, ja. Ich war ja nun schon Mitte 30, als ich angefangen habe, ob ich da überhaupt noch wirklich Fuß fassen kann und das alles schaffen kann mit Familie, Kindern im Hintergrund. Zum einen wird es einem doch sehr, sehr einfach gemacht, weil unsere Art der Ausbildung sehr flexibel zu gestalten ist, was Arbeitszeiten angeht oder auch irgendwelche Leistungsnachweise, die erbracht werden müssen. Da war ich von mir sehr positiv überrascht, aber auch von dem ganzen Umfeld, sei es der Arbeitgeber, sei es die Schule gewesen. Das war für mich ein ganz großes Erlebnis, dass das System auch anders funktioniert, als wie wir es früher von der Schule gewohnt waren. Den Beruf der Erzieherin habe ich gewählt, weil es ein sehr vielfältiger Beruf ist. Den Job macht es eigentlich halt wirklich aus, dass jeder Mensch eben anders ist und dadurch einfach eine andere Betreuung benötigt. Und deswegen halt einfach diese Vielfalt. So jeder Tag ist einfach anders. Man muss sich jeden Tag flexibel auf was Neues einstellen. Es macht auf jeden Fall Sinn, das Ganze mit einem Praktikum, mit einem sozialen Jahr oder mit einem Bundesfreiwilligendienst zu beginnen, um wirklich zu erkennen, liegt einem das. Weil ich glaube, das ist eben nicht so, dass jedem Menschen das gleich liegt, genauso wie nicht jeder Mensch für einen Ingenieursberuf gemacht ist. Ich würde sagen, Erfahrungen sammeln, sich darauf einlassen, offen sein, seine Haltung zu verändern.